Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal haben wir begonnen, die Höhlen von Corinnes von Echsenmenschen zu säubern und deren Drachen einzusammeln, damit Bennett sie für Sachen benutzen kann und vernichten kann. Jetzt habe ich natürlich gar nicht erklärt, wo ich als nächstes hin will. So, wir haben schon drei Höhlen abgearbeitet. Die im Wald hinter Onas Hof und die beiden hier oben bei Dexters ehemaligem Versteck. Und als nächstes gehen wir zu der schwarzen Goblin-Höhle, die wir damals für Greg ausräuchern mussten, um da an sein komisches Kreuz zu kommen. Und machen uns dann auf den Weg, denke ich, erstmal in Richtung der Wassermagier, weil, wie gesagt, da in der Ecke auch irgendwo nämlich noch mein... Also ein bisschen weiter weg natürlich, aber da irgendwo in der Ecke befindet sich nämlich noch diese eine Steintafel, die ich so gerne wiederhaben möchte. Was mich ziemlich ankotzt, dass ich die immer noch nicht, abgeholt habe, aber ich meine, ich brauche es nicht unbedingt. Es gibt aus 25 Schlägen geht jetzt einer als Nicht-Crit durch, von daher geht das. Hier oben möchte ich jetzt übrigens auch keinen Geschwindigkeitstrank benutzen. Dann falle ich nur runter. Und dann sind wir am Ende trotzdem langsamer. Ich hätte mich auch einfach zu Onas Hof teleportieren können natürlich. Ach, aber ich mag die Teleporter ja an sich schon, aber ich habe auch manchmal kein Problem damit, einfach durch die Welt zu gehen, weil sie ist ja auch wirklich nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Und sie sieht auch ganz nett aus für die damalige Grafik-Engine, muss ich sagen. Also, kann man sagen, was man will. Es ist natürlich keine perfekte Grafik, das möchte ich nicht sagen. Ich meine, wenn man sich die Bäume dann mal ein bisschen genauer anguckt, wie den, auf den wir gerade zulaufen zum Beispiel, da merkt man natürlich schon, aber man darf sich, das ist halt das Problem, sag ich mal, an etwas älteren Grafiken oder generell auch an Grafik, wo ich sage, guckt euch die Grafik nie zu genau an, weil wenn ihr die Grafik euch mal genau anguckt, dann merkt ihr schnell, dass es nur ein Spiel ist. Lasst sie einfach so auf euch wirken, dann funktioniert das alles perfekt. Und ich könnte Basta immer noch dafür verprügeln, dass sein scheiß Händler jetzt tot ist. Jetzt habe ich extra die Schattenläuferhörner von Constantino gekauft. Aber das wusste ich überhaupt nicht mehr, dass sein Händler mit der Zeit stirbt. Ich dachte, das geht noch. Das ärgert mich jetzt wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ärgert mich richtig extrem, dass dem sein scheiß Händler, jetzt habe ich nämlich für die Schattenläuferhörner ja extra Geld ausgegeben, weil ich dachte, boah, da kann ich ja noch Geld rausziehen, aber naja. Achso, warte mal, eine Frage ist natürlich, wir könnten natürlich auch erst zu Sagittas Höhle, das wird die ja dann sein. Wisst ihr was, wir gehen erst schnell zur Goblin-Höhle und dann gehen wir zu Sagittas Höhle. Da müssen wir uns ja nochmal durch den Wald kloppen. Könnte, ja, wird ein bisschen nervig, aber gut. Und dann können wir nämlich auch gleich mal bei Sagitta vorbeischauen. Vielleicht hat die noch eine Drachenwurzel. Ich glaube es zwar nicht, aber mit etwas Glück hat sie vielleicht eine. Und dann können wir noch einen Stärketrank brauen. Drank vor allem, ne? Stärketrank natürlich. So, schauen wir jetzt mal hier in der Höhle rechts. Außerdem können wir da, glaube ich, auch uns heilen lassen immer wieder. Jetzt habe ich die Armbrust aus Versehen gezogen. Ach, ihr steht ja früh da. Sonst seid ihr doch immer erst weiter in den Höhlen. Jetzt hat zum Beispiel der Crit nicht ganz geklappt. Das war dieser eine aus 25. Aber passiert mal. So, Echsenschwert. Ach, da kommt noch einer. Jetzt kommt doch einfach mal alle Leute. Ich mache euch schon alle fertig. Keine Sorge. Ah, die kamen schön nacheinander. Die haben wirklich gewartet, bis sie dran sind. Das ist doch mal was so. Da die Echsenmenschen von rechts kamen, gucke ich erstmal hier. Wobei ich jetzt glaube, dass die meisten natürlich tot sein müssten. Jupp, aber da liegt auch ein Drachenei. Die haben es natürlich auch, was ich auch schön finde, die haben es immer in der Nähe von einem Feuer hingelegt. Wobei seltsam ist, dass das Feuer überhaupt noch brennt, aber was soll's. Aber sie müssen ja irgendwie die Dracheneier auch ausbrüten. Ich weiß ja nicht, wie das bei Drachen jetzt ist, inwiefern die Wärme benötigen, um ausgebrütet zu werden. Vielleicht kommt es auch drauf an, wo die ausgebrütet werden, zu welcher Art von Drachen sie werden, ne? Weil wir haben ja vier verschiedene Drachen kennengelernt. So, hier sind aber keine Echsenmenschen mehr. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf zu Sagittas Hütte, wie gesagt. Höhle, nicht Hütte. Dort können wir vor allem auch einmal schnell noch dann... Oh, noch ein Echsenschwert. Uns nochmal heilen lassen und den ganzen Spaß. Aber ich glaube gar nicht, dass die in Sagitta... Sind die wirklich in Sagittas Höhle? Es wäre unglaublich böse, wenn da welche wären. Also ich weiß nicht, wie stark Sagitta ist. Bisher hat sie uns nur geheilt. So, ich hoffe, dass jetzt hier nicht zu viel rumrennt. In dem Waldstück, muss ich sagen. Ah, natürlich, Zombies.
Hallöchen, Freunde. Als ob ihr eine Chance hättet gegen mich. Bam, bam. Noch mehr Zombies. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Ja, da hinten sind noch Zombies. Freunde, es gibt Prügel. Komm schon, verreck doch einfach. Oh, da ist auch ein Skelett. Sehe ich gerade. Skelette, kommt her. Ihr habt doch erst recht keine Chance. Ihr seid mit einem Schlag tot, wenn ihr nicht alles blocken würdet. So. Das waren die. Hoppala. So. Noch irgendwas hier. Scheint recht. Feld. Oh Gott, ein Feld. Feldräuber, ernsthaft? So, da drüben müsste. Moment, ich guck mal kurz auf die Karte. Ich glaube, ich habe mich nämlich gerade verlaufen. Die müsste weiter rechts sein, die Höhle, ne? Wir müssen noch ein Stück nach rechts. Mache sie auf. Ja, noch ein Stück nach rechts. Ein ganzes Stück sogar noch nach rechts. Na, dann holen wir uns halt den Feldräuber noch. Tut mir leid, Freundchen. Und was zur falschen Zeit am falschen Ort. Zack. Jetzt treffen wir auch schon jeden dritten Schuss mit der Armbrust immerhin. Auch auf größere Entfernung, glaube ich. Ist das so gedacht? Da vorne ist die Hütte. Warum sage ich immer Hütte? Es ist eine Höhle, verdammt. Aber es ist halt im Prinzip ihre Hütte, ne? So, ich hoffe, da sind jetzt keine Echsenmenschen drin. Sonst ist das Gitter ziemlich... Das ist doch aber auch die Höhle, die gemeint ist, oder? Auf der Karte... Na gut, die Echsenmenschen müssen ja nicht in jeder verdammten Höhle sein, ne? Nee, hier ist auf jeden Fall nichts. Hast du auch nochmal Glück gehabt, Sagitta. So, wenn du schon mal hier bist. Fast unmöglich. Heile mich. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Jo, danke. Jo, vor allem, ne? Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Eigentlich könnte ich die Tränke alle mitnehmen noch, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Oh, sie hat ne... Ne, ist die Sonnenaloe. Ah, schade. Schade, schade, schade. Na, was soll es hier? Komm, pack ein den Mist. Wir kriegen ja noch Geld für die Dracheneier. Von daher, ne? Und ein paar Waffen könnte ich im Notfall immer noch schmieden, falls mir das Geld ausgehen sollte. Gut, das war dann die Höhle. Hätten wir die auch schon abgeschlossen, aber ging ja flott. Müssen ja auch nicht überall Echsenmenschen drin sein, ne? So, jetzt, okay, welche Höhle ist denn das? Ah, ich glaube, ich weiß, das ist diese ehemalige Schattenläuferhöhle, wo wir drin waren, wo zwei Schattenläufer drin waren. Oh, noch ein Schrein zum Beten. Das könnte die sein, denke ich. Dann können wir uns gleich noch ein bisschen Lebensenergie abstauben. Vielen Dank. Schaden tut's ja immerhin nicht, ne? Ich glaube, hier irgendwo gab es einen Aufgang, dass wir da hinkamen, wo ich jetzt hin will. Ich glaube, das ist diese Schattenläuferhöhle, wo zwei Schattenläufer drin waren mit den riesigen Skelettköppen. Ich muss natürlich aber mal hier die auspacken, würde ich sagen. Nicht, dass ich noch in irgendwas rein... Ach du Scheiße, Keiler. Ernsthaft. Ihr Arm tut mir ja fast schon... Wo ist denn der Aufgang? Hier war doch irgendwo so ein scheiß Aufgang. Oder bin ich schon an dem vorbei? Das war der Keiler. Wo war der denn? Ich nehme die jetzt auch gar nicht mehr aus, weil ich es nicht... Nee, ich bin zu weit. Nehme ich sie doch noch aus. Wenn ich zweimal an ihnen vorbeilaufe, dann nehme ich sie aus. Wo war denn dieser Aufgang? Aber hier ist wenig los in dem Wald, muss ich sagen. Hätte mehr erwartet. Da ist wirklich gar nicht mal so viel los. Ach, wisst ihr, was wir vergessen haben, aber das können wir später noch machen. Wir können nämlich... Ah, da ist der Aufgang. Wir können nämlich eigentlich nochmal bei Thekla vorbeigucken und fragen, ob sie noch einen Eintopf für uns hat. Aber wie gesagt, das können wir später noch machen. So, hier ist auch der Aufgang, den ich gesucht habe. Hoppala. Wer ist denn da? Hallöchen, wer seid ihr denn? Ach, Rosi. Die von Seekop, die Frau. Was machst du hier in der Wildnis? Es war nicht mehr zum Aushalten auf Seekops Hof. Seekop ist ständig völlig ausgerastet. Man konnte sich nachher überhaupt nicht mehr mit ihm unterhalten. Ewig dieses Gebrülle. Ich muss hier weg. Weiß aber nicht wohin. Interesse an einem kleinen Handel? Naja gut, ich habe zwar eigentlich schon was zu tun, aber von mir aus. Ich hole dich hier raus. Ich bring dich zum Hof des Großbauern. Das werde ich dir nie vergessen. Ich werde es dir natürlich bezahlen. Okay. Geh du vor. Wir folgen dir.
Scheinbar hat sich Seekorb einfach nicht mehr ausgehalten. Der Typ ist ja ein bisschen Arschloch. Ich überlege, soll man einfach durch den Wald gehen? Aber ich glaube, da verliere ich sie, wenn ich sie jetzt durch den Wald führe. Na gut, dann laufen wir eben nochmal den Weg zum Großbauern zurück. Hey, Spaß. Ach, Rosi, du bist zu langsam. So kommen wir doch nie an. Jetzt muss ich immer ab und zu mal warten. Also dein Mann hier, Till, was hat der eigentlich zu sagen? Kann man ja mal kurz fragen. Ach, das war der, ja genau. Und dann können wir ja, wenn wir dann wieder hier hingehen, können wir ja schnell noch bei Seekorb vorbeischauen und mal fragen, was der so davon hat. Oder wie, was der so davon hält, dass seine Frau weg ist. So, hier ist dieses ehemalige Jägerlager. Ich glaube einfach, wenn ich durch den Wald gehe, da sind zu viele Unebenheiten, da würde ich die verlieren. Vor allem, da Rosi so extrem langsam ist. So, auf dieser Ebene sehe ich wenigstens, wo sie noch ist. Aber in dem Wald würde ich sie dann wahrscheinlich sogar verlieren aus Versehen. Und da hätte ich eigentlich keinen Bock drauf, muss ich sagen. Laufe ich jetzt überhaupt? Ja, hier müsste ich... Kommen wir hier lang überhaupt? Ja, ich glaube ja. Alter Rosi, du bist viel zu langsam, hat jetzt mal jemand gesagt. Ist ja schrecklich. Ah, dann können wir direkt ja auch gleich nochmal bei Thekla vorbeischauen, wenn wir schon mal da sind, ne? Yay, ach. Warum ist sie so langsam? Diese Frau, ist echt nervig, ne? Ich meine, Till kommt ja noch halbwegs mit, aber diese Frau, wir könnten sie natürlich auch zu Seekorb zurückbringen einfach, denn ich glaube, der wird nicht darüber erfreut sein, dass seine Frau jetzt weggelaufen ist. Allerdings, ja, der Seekorb, der scheint ja wirklich so ein kleines Arschloch zu sein, auch so ein bisschen. Bringen wir sie einfach zu Onas Hof. Da wird es ihr schon gut gehen. So, jetzt mache ich aber hier einen direkten Weg über die Felder, das dauert mir zu lange. Hier läuft ja jetzt nichts Großes rum, das habe ich ja schon überprüft. Die Windmühle habe ich auch noch nie drehen sehen übrigens. Keine Ahnung, was die für einen Sinn hat. Nee, ja gut, ich meine, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, dann die Windmühle auch noch drehen zu lassen. Komm schon, Rosi, wahrscheinlich könnte ich rückwärts laufen und wäre schneller. Och, Mann, ey. Warum habe ich es immer mit langsamen Frauen zu tun hier? Nein, das dürft ihr jetzt nicht so verstehen. Ach, diese Frau, ne? Guck mal, die arbeiten da und sie läuft hier so langsam. Sie könnte sich wirklich mal ein bisschen anstrengen, muss ich sagen. Ist ja echt schrecklich. Ein Glück habe ich keinen Geschwindigkeitstrank eingeworfen, sonst hätte ich immer noch öfter auf sie warten müssen. Hey, sie ist auch relativ schnell diesmal gewesen. Der trainiert hier immer noch mit seinem schweren Ast. Toll. So, dir könnte ich eigentlich... Ach, was... ich meine, es machen zwar auch manche, sich sein, das Gold wiederholen. Ich habe ihm ja damals 50 Gold Wegzoll bezahlt, als wir hier das erste Mal ankamen, weil der ja viel zu schwer gewesen wäre. Ich könnte ihn inzwischen besiegen und... Aber warum? Wegen der 50 Goldmünzen? Nun komme ich alleine zurecht. Ich danke dir. Was hätte ich bloß ohne dich gemacht? Ja, das weiß ich doch nicht. Diese bescheidene Gabe wird dich angemessen belohnen. Das habe ich früher auch immer gesagt. 450 Gold, naja gut. Schaden tut's auf jeden Fall nicht. So, Bennett gebe ich die Eier einfach gesammelt später, würde ich sagen. Da brauchen wir jetzt nicht ihn jedes Mal nerven. Aber wie gesagt, wir können ja mal Thekla noch fragen, ob sie noch einen Eintopf für uns hat. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Du bist auch immer hungrig, was? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe ein paar Drachen erledigt. Oh. Na, dann wird's wohl wieder mal Zeit für einen ordentlichen Eintopf. Ja, das stimmt. So, einmal noch den Eintopf nehmen. Und gibst du mir dann vielleicht sogar noch was? Das wäre klasse. Ich hätte das nicht. So, nochmal Stärke plus 1. Schön. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Das war's. Mich brauchst du das Kein nicht. Eintopf mehr da. Och, Manno. Gut, dann ja. Machen wir es uns halt jetzt schnell und bequem. Noch schnell zu Seekorb, einfach um ihn mal zu fragen, was er so davon hält, dass seine Frau weg ist. Und dann so, wieder da. Ja, da war eine kurze Unterbrechung, aber ist ja alles kein Problem. Und jetzt machen wir uns auf zu Seekorbs Hof, um ja Seekorb ein bisschen sein Gesicht zu sehen, wenn er hört, dass seine Frau abgehauen ist. Das will ich einfach nur noch mal sehen. Hätte ich irgendwie Lust drauf. Seekorb, wo bist du? Ja, aber der andere scheint noch da zu sein. Wolltest du nicht auf den anderen Hof gehen? Hatte ich dir nicht gesagt, du könntest auf den anderen Hof gehen? Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage.
Komisch. Naja, gut. Wenn er nicht will, dann will er nicht, ne? Seekorb, ach, du sitzt natürlich wieder in deinem Sessel. Machst du eigentlich auch irgendwas anderes? Rosi wird nicht zu dir zurückkommen. Ich habe sie in Sicherheit gebracht. In Sicherheit? Vor wem? Vor dir. Das wirst du bereuen, du Schwein! Ich hab dich schon damals fertig gemacht, du Vollidiot. Glaubst du, du hast jetzt eine Chance? Ach, ernsthaft? Der ist unsterblich? Ernsthaft? Ist das jetzt euer Ernst, Leute? Na dann, ciao. Warum macht man den unsterblich, wenn das möglich ist? Folgt der mir noch? Nee, sieht nicht so aus. Ja gut, ja. Das finde ich sowieso immer so ein bisschen nervig an Gothic, dass manche Leute unsterblich sind. Vollkommen ohne jeden Grund, wie ich finde. Weil der, warum muss der unsterblich sein? Verstehe ich nicht. Aus welchem Grund? Zumal man ihn ja schon mal verprügeln konnte. Das heißt, man hat ihn später nochmal unsterblich gemacht. Also in einem späteren Kapitel. Frag mich jetzt zwar in welchem, aber... Nun gut, oder man konnte ihn nur für die eine Quest verprügeln. Man weiß es nicht. So, gebetet haben wir heute ja schon. Also weiter. So, ach ja, genau, wir wollten zur Schattenläuferhöhle. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, für mich war die Unterbrechung ja ein bisschen länger als für euch. Deswegen schauen wir mal kurz nach, ob sich da auch noch ein paar X-Menschen befinden. Da sind immer noch Dunkelpilze an dem Baum. Die habe ich immer noch nicht ab... Huch. Was denn mit dir passiert? Haben wohl ein paar Echsenmenschen zugeschlagen. Jupp, da sind sie auch. Freunde, Hallöchen. Haben auf jeden Fall ein paar mehr die Waffe gezogen. So, damit ist nochmal eins down. Ich hoffe, dass Seekorb jetzt nicht auf einmal ankommt, weil er uns noch hinterher rennt. Aber eigentlich auf die Entfernung sollte er nicht mehr hinterher rennen. Die verfolgen einen ja auch nur bestimmte Länge. So, das wart ihr. War jetzt nicht so sonderlich schwer. So, jetzt keine Ahnung, wo das Schwert abgeblieben ist. So wichtig ist es mir dann auch nicht. So, noch ein Schwert. Noch ein Schwert. So, sind hier noch welche drin? Wahrscheinlich hinten an dort, wo der andere Schattenläufer mal war, der den Ork gerissen hat. Könnte ich mir vorstellen, dass da noch welche sind. Aber hier ist auch wieder kein Ei, kann das sein? Hier sind einfach Echsenmenschen gewesen, aber keine Eier. Seltsam. Ich dachte, die bringen alle... Ja, vielleicht wollen sie uns auch verwirren. Sie haben ja nicht unendlich viele Eier wahrscheinlich. Oh, Moment, oder? Ah! Wusste ich doch. Ja. Ihr habt hier ein paar Eier. Vielleicht auch bei der anderen Höhle, wo ich kein Ei gefunden habe. Welche war denn das? Die ganz erste? Ach, wir werden es ja sehen am Ende. Und wenn ein Ei fehlt, ist auch nicht so schlimm. Och. Holla, die Waldfee, wo kommt ihr denn auf einmal her? Da, ihr wart also die, die den Landstreicher getötet haben. Okay, ich verstehe. Ich müsste auch ab und zu mal zuschlagen, dann würde das auch was werden. So, einer ist tot. Mit denen hatte ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. So, das war Nummer 2. Das war Nummer 3. Und jetzt bist auch du tot. Holla, die Waldfee. So, okay. Die Höhle hätten wir damit abgehakt. Hoffe ich. Im Notfall mache ich nochmal offscreen und suche vielleicht noch das Ei, wenn eins fehlen sollte. Das geht ja auch. So, welche Höhle ist die nächste? Ja, das war die Höhle, die wir gerade abgesucht haben. Da oben bei der Pyramide der Wassermagier. Da gucken wir also als nächstes. Erst nehme ich... Ach, ich nehme einfach jetzt reine Lebensenergie. Schadet ja nicht, ne? Ach, Trank ist ausgelaufen. Ich nehme jetzt aber auch keinen neuen Trank. Weil so viele haben wir dann davon gar nicht. Ich dachte, man könnte davon mehr kaufen. Will ich mir doch noch ein paar aufheben. So, noch mehr Echsenmenschen. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt keine Eier übersehen habe. Ansonsten, wie gesagt, werde ich einfach nochmal offscreen durchsuchen. Ihr wisst ja, wie es läuft dann. Und dann sagen wir, die letzten Eier mir noch besorgen. Weil ich ja keine habe. Oh, Orks schon wieder. Alter, was ist denn hier los? Ach, sogar eine Elite. Ich habe das Gefühl, der stürzt gleich die Klippe runter. Jupp, der ist unten.
Dummer Ork, ey. Ah, der lebt noch, oder? Ja, Tatsache. Der Vollidiot lebt noch. Warten wir, bis er hier oben ist. Ach komm, wir gehen. Wir looten die schnell und dann gehen wir ihm entgegen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Das ist ja kein Problem. Was, nichts zu holen auch bei dem? Ah, doch. Gehen wir ihm mal entgegen, der guten Ork-Elite. Die ist ja jetzt auch gut angeschlagen. Vollidiotische Orks immer, die sich die in den Tod stürzen. Hey, Orki. Ach, da kommt er doch. Muss wieder auf meinen Platz. Hey, du hast ja kaum Schaden gekriegt. So, dich habe ich erst gar nicht deine Waffe ziehen lassen. Perfekt. Haben wir eigentlich von dem gerade so ein... Muss ich da nur mal kurz gucken. Ah, hier genau. Von dem haben wir den Ring der orkischen Kriegsherren bekommen. Der ist eigentlich vollkommen nutzlos. Ich glaube, der gibt einem 20 Stärke minus. Der ist lediglich dafür sinnvoll, wenn man vielleicht nochmal so ein bisschen stärker skillen will und der Lehrer nicht bis zu dem und dem Punkt skillen kann, dann kann man den anziehen, dann skillt der Lehrer einen noch ein bisschen stärker. Es hilft aber auch nicht, also es gab ja auch mal welche, die haben gesagt, wenn man den anzieht, dann kann man zum Beispiel, wenn man 60 Stärke schon hat und den anzieht, dann ist man ja bei 40 Stärke, dann kann man wieder für 2 Lernpunkte anstatt 3 Lernpunkte skillen. Das stimmt auch nicht, weil angelegte Sachen machen da überhaupt keinen Unterschied. Wie gesagt, das hilft maximal nur, um manche Lehrer noch... Dass manche Lehrer einem noch was beibringen. Ach, sind wir wieder hier. Wisst ihr, wenn wir gleich hier sind, dann würde ich auch gerne noch eine Sache machen. Ach, was macht denn der Troll da? Der ist auch etwas deplatziert, wie ich finde. Oh, und wieder Goblins. Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Doch, jetzt... Oh, wir machen gut Schaden. Wenn wir nämlich schon mal hier sind, dann möchte ich eigentlich, und das machen wir einfach noch in der Folge, bevor wir uns in der nächsten Folge wieder den Echsenmenschen widmen. Eine Sache möchte ich ganz gerne noch machen, und zwar, bevor wir dann lossegeln, man weiß ja nie, was passiert, aber ich möchte einfach verhindern, dass jemand die Macht der Klaue Belias noch einmal nutzen kann. Und deswegen werden wir einfach mal schnell noch bei den Wassermagiern vorbeischauen, auf dass sie die Klaue Belias vernichten. Das liegt mir doch jetzt noch ein bisschen am Herzen, muss ich sagen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben und eigentlich auch vollkommen unnötig, aber ich bin der Meinung, man weiß ja nie, was passiert. Am Ende kommen wir vielleicht, oder am Ende tötet uns der Meister doch und dann hat er sogar noch die Macht über die Klaue Belias. Gut, ich meine, wenn der Meister uns tötet, dann ist sowieso alles verloren, aber vielleicht verlieren wir die Klaue Belias dann auf einmal oder was weiß ich. Und ja, wir könnten sie natürlich selbst versenken auch, aber... Weil wir fahren ja übers Meer, aber scheinbar können wir das nicht selbst. Deswegen lassen wir die Wassermagier sie einfach nochmal versenken und wir brauchen sie ja jetzt wirklich nicht mehr. Wir sind ja jetzt wirklich stark genug, um das Ganze auch alleine zu schaffen. Und genau deswegen werde ich mich jetzt nochmal nach ein letztes Mal, also genießt ein letztes Mal Jakendar, denn das wird wirklich das letzte Mal diesmal sein, wo wir nach Jakendar gehen. Wirklich bloß noch, um die Klaue Belias versinken zu lassen. Wie gesagt, damit keiner sie benutzen kann. So, und ich glaube, hier sind auch neue Viecher, oder? Jupp, da sind Skelette. Und ein Skelettmagier da drüben. Kümmere ich mich natürlich erst um den Magier. Der mit seinem scheiß Eiszauber. Der wäre mir noch ziemlich auf den Sack gegangen. So. Das waren die. Ich werde mich jetzt hier auch nicht groß um noch die ganzen Monster kümmern, die hier irgendwo rumlaufen. Wie gesagt, es interessiert mich nicht. Ich will nur schnell noch zu Saturas. Und die Klaue Belias vernichten. Ja, wo ist er denn? Saturas? Ach, da unten, oder? Bist du das? Ja. Hey. Ja, das haben wir gemacht. Es brauche ich jetzt... Ach komm, sag ich's einfach. Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihre Heimat ankommen. Jo. Und? Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. Genau. Adanos möge dich schützen. Damit hätten wir die Klaue Belias auch sicher versenkt.
Also ich hoffe zumindest, dass Satoras ihr nicht verfällt, aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Und dann machen wir uns wieder zurück nach Korinnes und ich würde sagen, wie wir uns um die letzten Höhlen kümmern, wo Echsenmenschen eventuell Dracheneier versteckt haben, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin. Ciao.